Meine Damen und Herren, Grundzüge einer strategischen Neuausrichtung der Energie- und Klimapolitik, da fragt man sich, wieso brauchen wir denn die eigentlich? Und wie ist denn die augenblickliche Ausrichtung? Ja, die Bundesregierung will bis 2030 den Anteil der erneuerbaren Energien auf 80% steigen lassen und ab 2026 die Ölheizung verbieten. Und es war schon das Verbot für Gasheizung ab 2024 angekündigt, ist nun ausgesetzt und dann noch ab 2035 dann das Verbot für den Kauf von Diesel- und Benzin-Pkw, um mal die markantesten Kennzeichen der Energiepolitik zu dokumentieren. Nun haben wir 1 Million Wärmepumpen und 900.000 E-Autos und schon kündigt der Chef der Bundesnetzagentur, Herr Müller, an, dass per Verordnung der Bezug von Strom durch Ladestationen für E-Autos sowie für Wärmepumpen auf 3 Stunden in Knappheitszeiten begrenzt werden soll. 3 Stunden, das sind, meine Damen und Herren, 50 Kilometer. 50 Kilometer, auf das werden wir begrenzt werden in unserer Freizügigkeit. So sieht der Weg der Energiewende aus, wenn mal gerade 2% des Weges in die neue Mobilität und in die neue Wärmeversorgung gegangen worden ist. 900.000 von 40 Millionen PKWs. Und schon haben wir ein Problem, das nur dadurch zu lösen wäre, wenn wir sämtliche Straßen aufgraben würden und die Stromversorgung durch das Kupferkabel auf ein Vielfaches ausweiten würden. Daher sage ich, die Energiewende steht vor dem Scheitern. Tagtäglich hören wir allerdings das Mantra von Medien und Politik. Die Energiekrise, die wir jetzt verspüren, hat ihre Ursachen im Ukraine-Krieg. Meine Damen und Herren, das ist falsch. Die Energiewende war schon vor dem Ukraine-Krieg als gescheitert zu betrachten. Sie sehen hier die Börsenstrompreise in 2021. Und während wir über Jahre einen Strompreis an der Börse von etwa 4, maximal 5 Euro Cent hatten, sehen Sie hier, dass schon Mitte Juni des vorletzten Jahres die Strompreise sich bewegten und am Ende des Jahres dann bei etwa 20 Euro Cent sich einfinden. Da war von Ukraine-Krieg noch nicht die Rede. Auf die Ursachen komme ich gleich zu sprechen. Und dann in 2022 ging das weiter. Sie sehen die Entwicklung dann im Februar, der Ukraine-Krieg, der dann tatsächlich die Strompreise nach oben geschoben hat. Es fiel dann aber nicht mehr richtig zurück. Und dann kam im Juni, Juli diese unsägliche Diskussion, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und anstatt sofort, ohne zu verzögern, zur Kohle zurückzukehren und Klarheit zu schaffen über den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken, wurde das hinausgeschoben. Das sieht jetzt wie so ein harmloser Hubbel aus. Aber diese 70 Euro Cent, meine Damen und Herren, die haben Sie alle bezahlt. Die haben wir alle bezahlt. Ich habe das mal durchgerechnet. Durch das Verzögern der Bundesregierung sind die Energiepreise explodiert, weil man natürlich in den Energiemärkten, das antizipiert die Knappheit, sind 30 bis 40 Milliarden verschleudert worden durch zu späte Entscheidungen. Und Sie sehen dann im Oktober das Machtwort des Kanzlers. Sofort ging der Preis runter, weil man sagt, okay, die Kernkraftwerke bleiben wenigstens bis April nächsten Jahres am Netz. Und dann ging allerdings es auch wieder hoch, weil man dann auch merkte, da gibt es kein Weiter. Es wird wahrscheinlich abgestellt und da reagieren Energiemärkte sofort empfindlich. Im Augenblick haben wir eine relativ entspannte Situation. Die Preise sind wieder runter bei 10. Alles Butter. Was passiert am 15. April, wenn 4.500 Megawatt vom Netz kommen, die nicht ersetzt werden können? Was passiert, wenn
die Kohlekraftwerke, die ja nur für 2 Jahre verlängert worden sind, dann in 2024 vom Netz genommen werden. Wir werden das Problem einer Energiedauerkrise nicht los. Jedenfalls nicht dadurch, dass wir glauben, wir beschleunigen mal eben den Windausbau. Denn alleine die 3 Kernkraftwerke würden etwa 7 Jahre benötigen, wenn wir das Tempo, ein hohes Tempo von Windkraftzubau durchhalten würden. Ganz davon zu schweigen, dass dann der Strom nicht zur richtigen Zeit käme, sondern dann, wenn der Wind das will. Aber nur mal rein rechnerisch würden wir wahrscheinlich im Jahre 2030 durch einen exzessiven Zubau der Windenergie das aufgeholt haben, was im 15. April nächsten Jahres abgeschaltet werden soll. Was sind die Ursachen gewesen? Eine der wichtigsten Ursachen war politisch gewollt die Verteuerung des CO2. Die Verteuerung des CO2 durch CO2-Zertifikate hat die Preise hier ansteigen lassen. Sie wurden verknappt, die Zertifikate waren auch jahrelang immer da unten so bei 20. Und dann im letzten Jahr explodierten die CO2-Zertifikatpreise auf 100, bis jetzt sind sie bei 80. Und das bedeutet, ich habe Ihnen das ausgerechnet, für jedes Kohlekraftwerk eine fast Verdoppelung des Preises. Das ist politisch gewollt gewesen. Man hat die Kohle aus dem System zurückdrängen wollen. Selbst das Gas wurde dadurch auch noch mal teurer, 3,4 Euro Cent. Ja, wenn Sie bedenken, wir hatten vorher 4 und dann kommt beim Gas allein über CO2 noch mal 3,4 drauf. Das muss ja bezahlt werden. Das ist ja nicht so, dass die im internationalen Wettbewerb stehen, sagen können, ja, tut mir leid, ich muss mal ein bisschen mehr für mein Kupfer oder mein Stahl bekommen, weil da sind ja auch noch 3,4 Euro Cent CO2-Abgabe drin. Und zudem hatten wir in den Jahren 17 bis 21 eine Stilllegungsorgie in Gesamteuropa. Kohlekraftwerke vornehmlich. England stieg aus, Holland stieg fast aus, bis auf ein einziges Kohlekraftwerk. Spanien stieg fast vollständig aus und Deutschland. Und Deutschland zudem noch Kernkraftwerke. Allein in Deutschland sind 11.000 Megawatt Kohlekraftwerke stillgelegt worden. So, das haben wir alles in 19 nicht gemerkt, weil in der Pandemie natürlich die Energienachfrage, die Stromnachfrage zurückging. Und dann kamen wir aus der Pandemie, die Wirtschaft ging wieder nach vorne und dann zogen natürlich nicht nur der Strompreis an, weil es war abgestellt, es war nichts mehr da. Aber auch die Gaspreise gingen nach oben. Warum? Weil die Gaspreise gingen deswegen nach oben, weil die Gaskraftwerke jetzt einspringen mussten für die abgeschaltete Kohle, für die abgeschaltete Kernenergie. Und Gas ist seit langem die teuerste Methode, um Strom zu machen. Und das haben dann die Strompreise explodieren lassen. Und dann kommt natürlich der Ukraine-Krieg hinzu. Das sehen Sie jetzt hier im weiteren Verlauf beim Gas. Und es war noch im Dezember 21 das politische Credo, sie steht in der Koalitionsvereinbarung, ich glaube Seite 80, wir wollen das Ziel haben, 80% der Stromversorgung durch erneuerbare Energien abzusichern. Und gleichzeitig, muss man zugeben, hat die Bundesregierung die Offenheit gehabt, gesagt, das funktioniert nicht, wenn wir nicht 43 Gigawatt Erdgaskraftwerke hinzubauen. Also 50, 60 Gaskraftwerke. Das steht in der Koalitionsvereinbarung drin. Das heißt, dass das überhaupt funktioniert hat in der Vergangenheit und in der Zukunft funktioniert, ist alleine dem Erdgas und dann in diesem Fall dem russischen Gas zuzuschreiben. Dass die Energiewende nicht schon früher gescheitert ist, hat einfach die Ursache darin, dass wir uns von 2011 bis 2020 mit russischem Gas versorgt haben. Denn Sie müssen immer sehen, hinter einem Windkraftwerk muss immer die gleiche Menge an Gas- oder Kohle- oder Kernenergiekraftwerk stehen, für den Fall, dass der Wind nicht bläst. Jeder neue Zubau eines Windkraftwerks erfordert die gleiche Kapazität einer gesicherten Leistung. Denn bei Wind ist die gesicherte Leistung im Jahr bei 2000 bis 2300 Stunden. Der Rest, das Jahr hat aber 8600 Stunden. Es gibt alleine 140 Tage im Jahr, da ist überhaupt gar kein Wind.
aber wir wollen doch an den Tagen auch Strom haben. Also müssen wir für diese Zeit genau die Ersatzkapazität auch bauen. Das heißt, es war der Koalition schon klar, wenn wir den Weg gehen, dann heißt das ein massives Erdgasprogramm. Davon ist natürlich jetzt überhaupt keine Rede mehr. Aber von den 80% ist nach wie vor die Rede. Und das ist unser Problem. Denn, wie weit sind wir gekommen? Sie hören das allenthalben, wir haben 45% Anteil erneuerbarer Energien am Strom. Aber wenn wir die gesamte Primärenergien sehen, dann sehen Sie, oh, wir brauchen auch noch Energie für Wärme, wir brauchen noch Energie für die Industrie, wir brauchen noch Energie für die Mobilität. Und dann reduziert sich der Anteil von Photovoltaik und Windkraft in 21 auf sage und schreibe 5%. Weil der Strom eben nur 20% unserer Energieversorgung ausmacht. Das heißt, diejenigen, die uns erzählen wollen, wir wollen 2045 hier klimaneutral werden durch alleine Wind und Sonne, müssen eigentlich die 5% mal 20 multiplizieren. Können Sie sich das vorstellen? 20 mal so viel Windenergie, so viel Solarenergie in Deutschland? Zumal, das darf ich jetzt mal einschränken, es ist den meisten nicht bewusst, im Dezember wurde klammheimlich die Einspeisevergütung für Windenergie um 25% angehoben. Warum? Weil natürlich Stahl teurer, Kupfer teurer geworden ist und bei der Photovoltaik das Silizium. 25%. Wir sind jetzt bei 8 wieder, bei 7,5 Euro Cent. Das ist die Zukunft. Für 20 Jahre fest. Und ich sage Ihnen, für 7,5% können Sie eine ganze Reihe von chemischen Prozessen und von Metallprozessen in Deutschland nicht mehr durchführen. Wir brauchen die 5 Euro Cent. Wir brauchen die 5 Euro Cent, die uns Kanzler Scholz versprochen hat. Aber warum machen wir das? Ja, wir machen das, weil wir CO2 runterbringen müssen, weil wir klimaneutral werden wollen. Das ist ein guter Ansatz. CO2 ist ein Klimagas. Mit Sicherheit, ich werde darüber jetzt nichts erzählen, wird da massiv auch übertrieben. Aber nehmen wir das mal so an, wie das der IPCC sagt. Aber wichtig ist mir, dass wir gerade in diesen Tagen, hat Frau Thunberg gesagt, Deutschland ist der größte Sünder der Welt, was CO2 betrifft. Wir müssen endlich mal runterkommen von unserem Schuldgefühl. Wir haben in den letzten 30 Jahren eine unglaubliche Leistung gebracht. Wir haben Deutschland, nämlich den Teil, der zu uns gekommen ist, durch die Wiedervereinigung total saniert. Das war einer der schlimmsten CO2-Schleudern der Welt. Und jetzt schauen Sie mal, wo wir sind. Wir sind pro Kopf hier. Und China hat uns im letzten Jahr überholt. Und das ist ein bisschen mehr. Die Chinesen sind ein bisschen mehr als wir. Die machen 30% der Welt. Und die Pariser Abkommen haben die Amerikaner gesagt, okay, das ist ein freiwilliges Abkommen. Jeder sagt, was er so kann. Das machen wir. Europa hat gesagt, das wollen wir halbieren. Die Chinesen sind aber in Paris als Entwicklungsland unterwegs. Sie werden nicht als Industrienation geführt, obwohl größte Exportnation der Welt, und haben gesagt, ja, wir brauchen erstmal 50% mehr. Wir brauchen dieses hier. Das heißt, wir werden von 10 auf 15 Milliarden Tonnen CO2 ansteigen. Und das muss man schon mal ein bisschen in Relation setzen zu dem. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass der ein oder andere, der meinte, in Lützerath zu demonstrieren, das vielleicht auf dem Platz des himmlischen Friedens mal versucht. Aber das hier, meine Damen und Herren, das führt zu unserem Thema. Ganz wichtig nämlich ist, man kann darüber streiten, ob pro Kopf so richtig ist. Nicht? Man vergleicht dann Agrarländer mit Industrieländern. Aber die wirklich entscheidende, richtige Maßzahl für die Güte einer Volkswirtschaft, um die CO2-Effizienz, um die CO2-Bekämpfung zu kennzeichnen, ist CO2-Emission pro BIP. Wenn ich das CO2 auf die Menge beziehe, die ich produziere für die Welt. Wir produzieren auch Güter, Flugzeuge, Kraftfahrzeuge, Maschinen für die Welt und haben natürlich deswegen einen etwas höheren Fußabdruck als Simbabwe. Deswegen ist es so wichtig, den Bezug herzustellen. Und wenn Sie den Bezug herstellen, schauen Sie sich die Liste an, dann stehen wir ganz vorne. Obwohl wir aus der Kernenergie ausgestiegen sind, sind wir immer noch ganz vorne. 4 Länder sind besser als wir. Warum? Gucken Sie an. Schweiz, Schweden, Frankreich, Vereinigtes Königreich. Alle 4 haben Kernenergie.
Und obwohl dieses so ist, kommen wir kurz dahinter, aber weit vor China. Und deswegen kämpfe ich so sehr und Sie müssen mithelfen für jeden Arbeitsplatz in Deutschland, weil jeder Arbeitsplatz, der verlagert wird, fehlt natürlich nicht nur im Finanzaufkommen, nicht nur im Steueraufkommen und für die Finanzierung unseres Wohlstandes und den Arbeitsplätzen, sondern er führt auch noch zu einer Verschlechterung der CO2-Bilanz, einer Verdreifachung der Emissionen. Jeder Arbeitsplatz, der verlagert wird, wenn Daimler-Benz seine Motorenproduktion nicht mehr in Süddeutschland macht, sondern in Shenzhen, werden dreimal so viel CO2-Emissionen bei der Herstellung des Produktes emittiert. Und deswegen müssen wir für jeden Arbeitsplatz kämpfen. Und ich sehe nicht, dass diese Anstrengung da ist. Ich habe manchmal den Eindruck, ja, dann gehen die eben. Nein, auch aus Klimagründen müsste jeder engagierte Grüne sagen, wir kämpfen für die Arbeitsplätze in Deutschland. Und so sieht das dann aus, wenn man glaubt, man könnte mit Wind und Sonne alleine die Stromversorgung sicherstellen. Sie sehen die Dunkelflaute im Dezember, das waren immerhin 17 Tage. Wenn man, das ist der Verbrauch. Sie sehen sehr schön die Tagesspitze, nachts haben wir ein bisschen weniger in Deutschland und am Wochenende, hier waren mal drei Feiertage, ja, das war Weihnachten, klar. Zwei Wochenendtagen geht es ein bisschen runter. Das Braune ist der Verbrauch, oder beziehungsweise besser gesagt, das Braune ist das, was wir aus Kohle, Kernenergie, Gas verbrauchen. Und das liefert der Wind, blau. Das liefert die Sonne. Im Dezember nicht so viel, kann man sich vorstellen. Vor allen Dingen fällt Ihnen auf, nachts gibt es keine Sonne. Wer hätte das gedacht? Manchmal weiß man ja, dass das nicht alle wissen. Ja? Aber jetzt müssen Sie sich diese Sache mal vorstellen. Wenn da nicht Kohle, Kernenergie und Gas gewesen wäre, hätten wir ein Riesenproblem gehabt. Diese Flaute sagt man natürlich, okay, das wollen wir doch, das wollen wir dadurch hinkriegen, indem wir das einfach verdreifachen. Der Habeck-Plan sagt ja vor, dreimal so viel Windenergie an Land, zehnmal so viel Windenergie offshore und viermal so viel Solarenergie. Das Problem ist aber, bei denjenigen, die am Freitag leider den Mathematikunterricht geschwänzt haben, die wissen nicht, dass 3 mal 0 0 ist. Das heißt, hier ist es sehr schön. Hier kriegen Sie eine Riesenmenge an Überschuss. Auch nicht ganz einfach zu bewältigen. Vor allen Dingen haben Sie Gradienten, die vom Feinsten sind. Aber hier passiert gar nichts. Denn wo nichts ist, können Sie noch dreimal so viele Windmühlen hinstellen, kommt genauso wenig Energie raus. Das ist unser Problem. Jetzt kann man sagen, wir speichern das aber. Und da muss man sich mal die Größenordnung an, für diese Zeit, die wir jetzt gerade hinter uns haben, für diese 17 Tage, da bräuchten wir ungefähr 27.000 Gigawattstunden. Das ist eine unglaublich große Zahl. Um Ihnen mal einen Vergleich zu machen, wir haben heute 40 Gigawattstunden Pumpspeicherwerke in Deutschland. Damit können wir Deutschland für 35 Minuten versorgen. 35 Minuten, das ist unsere Speicherkapazität. Und jetzt plant man über den Wasserstoff 2030, und ich sage mal, wie viel geplant ist. 9 Gigawattstunden. 9 Gigawattstunden. Wir reden über 27.000 Gigawattstunden. Das geht alles hinten und vorne nicht aus. Die Speicheridee ist so gut wie, jedenfalls bis 2030, nicht realisierbar. Weil es fehlt an allem. Es ist alles nicht da. Die Elektrolyseure, die sozusagen mit dem Lastgang gehen können, die Leitungen sind nicht da, die Speicher sind nicht da, es sind nicht mal die Wasserstoffturbinen da, die müssen auch noch entwickelt werden. Was sollen wir tun, um nicht möglicherweise ganz Deutschland so aussehen zu lassen? Das ist keine Fotomontage, das ist die Realität in Thüringen. Das ist das Dorf Struth, das kann einem ja wirklich leid tun. Das ist die Zukunft. Wir könnten natürlich unser eigenes Fracking-Gas fördern. Und Sie sehen die riesigen Mengen, oder die Flächen zumindest, die da sind. Der ehemalige Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften, Herr Kümpel, sagt, solange wir Deutschland
Erdgas benötigen, ist es freundlich ausgedrückt ein Schildbürgerstreich, dass wir es nicht bei uns fördern. Der Mann hat recht. Denn was wir tun, ist, wir importieren es aus den USA mit einem riesigen Energieverlust. Die USA haben auch nicht solche Umweltstandards wie wir. Wissen Sie, dass die beim Frecken bohren die, holen das Gas raus und dann lassen sie das Bohrloch offen. Wir haben eine steigende Menge an Methan. Für die ist jetzt demnächst auch Deutschland verantwortlich. Denn wir holen uns jetzt das Erdgas aus diesen, aus meiner Sicht, völlig unangemessenen Fördertechniken, die in den USA stattfinden. Glauben Sie, bitte? Das kommt auch noch hinzu. Sie können sich keinen Landrat in Deutschland vorstellen, der nicht verfügen würde, ein Bohrloch wird hinterher mit Zement vollgemacht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber in Amerika ist das der Fall. Biden versucht das jetzt sozusagen mit einem Subventionsprogramm zuzumachen, aber so ist die Realität. Und wie gesagt, wir haben einen Schatz, der für die nächsten 20 Jahre ausreichen würde. Warum machen wir das nicht? Ich kann mir schon vorstellen, dass der Bundeskanzler, der sich jetzt auf die Seite der Grünen geschlagen hat, gesagt hat intern, dass wir wissen ja, was passiert. Da kommen bei dem ersten Bohrturm kommen ein paar Kleber, kleben sich da dran und daneben an kommt dann die evangelische Kirche und macht eine Holzkirche daneben und segnet das Ganze. Das wird wahrscheinlich kommen. Aber wie sicher ist denn die Erdgasversorgung aus den USA? Der Präsident Biden hat am ersten Tag im Office verfügt, dass keine neuen Fracking-Felder auf öffentlichem Grund in den USA freigegeben werden. Bis heute gilt das. Und die wichtigsten Felder, von denen wir jetzt versorgt werden, erreichen demnächst ihr Maximum. Die bestehenden Felder, da sehen Sie, wie sich das so innerhalb von 20 Jahren entwickelt. So werden sich die anderen auch entwickeln. Wir werden in 3-4 Jahren feststellen, dass Amerika vielleicht sich gerade mal selbst versorgt. Was meinen Sie, was dann passiert? Dann wird der Export gestoppt von heute auf morgen. Das ist völlig klar. Das heißt, wir machen eine Politik, die in fremder Hand liegt. Das ist nicht viel besser als das, was wir in der Vergangenheit mit Russland gemacht haben. Aber das Problem ist, dass in der Zwischenzeit geopolitische Entscheidungen getroffen worden sind, die dazu führen, dass der Rückfall nach Russland auch kaum noch möglich ist, weil das Jamalfeld, das uns versorgt hat, das ganz Europa versorgt hat, im Augenblick durch eine Ersatzpipeline, die sogenannte Power of Siberia 2, nach China abgelenkt wird. In 2 Jahren steht die. Die Chinesen können das in 2 Jahren bauen. Da wird, insofern ist die Warnung ernst zu nehmen. Russisches Gas wird auch nicht zur Verfügung zu stehen haben. Und deswegen mein Appell, geben Sie bitte Denkfreiheit, was Fracking betrifft, Herr Bundeskanzler. Wir brauchen auch wieder grüne Kohlekraftwerke. Wir brauchen grüne Kohlekraftwerke, CO2-freie Kohlekraftwerke. Die Technik ist in Deutschland entwickelt worden. Das Ding hat mal funktioniert. Dieses war schwarze Pumpe. Steht jetzt in Kanada, ist in Deutschland verboten worden. Und Sie wissen, wer der Haupttreiber war. Der Haupttreiber war Schleswig-Holstein, auf Druck der Opposition. Wie hieß der Oppositionsführer? Robert Habeck. Robert Habeck hat damals den Spruch gemacht, wir wollen nicht der Mülleimer, der CO2-Mülleimer Deutschlands sein, 2011. Wenn Sie das Zitat heute finden wollen, seit ungefähr 6 Wochen ist es vom Netz. Sie kriegen das mit der Wayback-Maschine nochmal zurück, aber sie ist weg, ist gelöscht worden von der grünen Plattform, Website gelöscht worden. Weil Herr Habeck jetzt mittlerweile sagt, dem Schwand, dass er mit Ausstieg aus der Kernenergie nicht funktionieren wird. Deswegen braucht er die Kohlekraftwerke. Das ist für den Grünen ganz schlecht. Der hat auch mal Wahlen. Und dann hat er auf einmal zu verantworten den höchsten CO2-Emissionsstandard ever. Deswegen versucht er einen gesichtswahrenden Ausgang für grüne Helden. Aber ich finde das trotzdem gut. Weil es gibt überall in Island eine Technik, wenn Sie das in Basalt speichern, weil ich weiß ja, viele sagen, oh, ob das CO2 dann nicht wieder rauskommt und ob das nicht... Im Basalt ist die Lebensdauer des CO2 weniger, also maximal 2 Jahre. In 95% ist nach 2 Jahren fixiert, weil Basalt ist ein basisches Silikat, das setzt sich mit dem Carbonat sehr schön um zu Dolomit. Dolomit kennen Sie. Das bleibt da, wo es ist. Und es bleibt dann auch da unten. Und diese Firma, Carbfix, also wenn die mal in die Börse gehen, da investiere ich. CCS wird weltweit betrieben, nur nicht in Deutschland. Sehen Sie, das ist die große Lösung für die Chinesen, für die Saudis. Die werden ihre
Erdölschätze fördern. Die werden ihre Kohle fördern und werden das CO2 abtrennen und versenken. Und nicht mit Wind und Sonne rum alleine versuchen, die Probleme zu lösen. Deswegen müssen wir die Sterbetafel deutscher Braunkohlekraftwerke verhindern. Wir müssen das verhindern. Die müssen bleiben. Denn die sind weltmarktunabhängig, sind nur von den Kosten des Tagebaus abhängig, also den Lohnkosten und den Rekultivierungskosten. Mehr ist das nicht. Und dann brauchen wir natürlich die Kernkraftwerke, völlig klar. Da bin ich mit Schellenberger, denn immer noch mal, die letzten drei, wo der Habeck immer sagt, wir haben ja kein Stromproblem, wir haben ja nur ein Gasproblem. 11% der deutschen Stromversorgung stellen wir mal eben kurz in drei Monaten ab. Und deswegen mein wirklicher Vorschlag, der der Industrie weiterhilft. Kanzler Scholz hat gesagt, wir brauchen einen Industriestrompreis von 4 Cent. Da war er noch Kandidat, das war noch im Wahlkampf. Die Franzosen machen das. Europakonform, europarechtskonform. Ist alles von wegen, einer sagt, ja, das ist so eine Wettbewerbsverzerrung. Nein, wir brauchen einen Industriestrompreis von 4 Euro Cent. Und das geht wie folgt. Das ist hier die Stromerzeugung ohne Kernkraft. Und deswegen ist dieses so fatal, wenn man sagt, das sind doch nur ein paar Prozent. Nein, der Trick ist ein ganz anderer. Der Strompreis bildet sich durch eine Merit-Order. Es werden zunächst mal die eingeschaltet, die am billigsten sind. Und dann wird es immer teurer. So, und wenn Sie jetzt bei 30.000 Megawatt sind, dann sehen Sie in dem Fall ohne Kernenergie, haben wir einen Strompreis von etwa 150 hier. Und wenn wir mit Kernenergie, die Kernenergie schiebt die Merit-Order nach rechts, das heißt, die Gaskraftwerke kommen nicht immer, fast jeden Tag ans Netz. Das sind die teuersten, das sind die Gaskraftwerke. Und wenn Sie die 30.000 hier befriedigen, dann sehen Sie, dann liegen Sie bei etwa 7 Euro Cent. Das ist der Trick dabei. Und deswegen müssen wir dafür kämpfen, denn Sie sehen es hier, das ist schon eine Halbierung. Der Weiterbetrieb der 6 Kernkraftwerke würde eine Halbierung der Stromkosten in Deutschland bedeuten. Wer dagegen argumentiert, sagt, das sind ja nur 1-2%, hat überhaupt nicht verstanden, wie Stromversorgung in Deutschland funktioniert. Und deswegen müssen wir das machen. Wir haben im Augenblick eine Handelsplattform für alle. Was wir aber brauchen, ist eine zweite Handelsplattform, die sieht dann so aus. So. Und da sehen Sie, es würde sich für den Verbraucher überhaupt nichts ändern. Aber die Industrie würde sozusagen, anstatt Übergewinne zu produzieren, die dann der Staat wieder hinten wieder kassiert, einen wettbewerbsfähigen Strompreis von 5-6 Euro Cent erhalten. Und deswegen brauchen wir das. Wir brauchen den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Wir brauchen die Braunkohlekraftwerke mit reduzierten CO2-Kosten. Besser CO2 absenken als CCS, als Zertifikate. Das sichert das Überleben der Industrie. Das führt zu einer signifikanten Senkung des Strompreises für alle, aber insbesondere für die Industrie, weil wir die Kernenergie und die Braunkohle direkt an die Industrie weiterleiten. Wir würden nicht mehr Gas verstromen müssen. Und vor allen Dingen, wir vermeiden den dirigistischen Eingriff des Staates, den wir jetzt haben. Da wird sozusagen erstmal Übergewinnsteuer kassiert und dann wieder zurückgegeben als Subvention mit einem riesen bürokratischen Aufwand. Das ist sozusagen der Aufwand, der durch Doppelwumms erzeugt werden ist. Den kann man aber marktwirtschaftlich ganz einfach lösen. Und dafür müssen wir uns einsetzen. Wir brauchen eine marktwirtschaftliche Lösung, damit die Industrie wettbewerbsfähige Strom- und Energiepreise bekommt. Schönen Dank. Wenn wir die Frage noch beantworten können.